So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Und ich muss hier mein Einbeinstativ festhalten, deshalb ist dieser Arm hier immer jetzt ein bisschen komisch im Bild, aber würde jetzt nicht so viel zur Sache tun. Folgendes: Ich bin jetzt mehrfach gefragt worden und habe schon häufiger mal schriftlich beantwortet. Wie verhält sich denn das, wenn man einen Hund dabei hat, also als Hundebesitzer mit Hund im Wald unterwegs ist und das im Wolfsgebiet? Und dazu muss man jetzt so ein paar Sachen nennen, bei denen wir uns ziemlich sicher sein können, dass es sich um Fakten handelt. Und alles Weitere ist dann so ein bisschen spekulativ, weil man da vieles halt eben noch nicht weiß. So, und die Fakten sind folgende: Wir wissen, dass Wölfe sehr aggressiv reagieren, wenn andere Wölfe in deren Revier eindringen. Also sofern es sich um Wölfe handelt, die jeweils ein Revier haben. Also nehmen wir mal an, ein streunender Wolf, der kein Revier hat, sondern auf der Suche nach ein Plätzchen für sich und eine potenzielle Nachkommen, ja, Partnerin oder ein Partner natürlich, ist, der hat kein Revier, der wird also auch kein aggressives Verhalten zum Zwecke der Revierverteidigung an den Tag legen. Solche Wölfe begegnen einem einzelnen Menschen in der Regel am häufigsten. Also immer noch nicht häufig, aber wenn es zu Wolfsbegegnungen kommt, dann ist es meistens so ein junges Tier, das gerade noch nach einer Partnerin oder nach einem Partner und einem eigenen Revier sucht, weil die sind auf Wanderschaft. Die sind deswegen auch jung und deswegen sind sie auch neugierig und deshalb nähern sie sich Menschen eher, als dass die älteren Tiere, die sesshaft sind, tun. So. Geht jetzt so ein junger auf Wanderschaft Wolf in das Revier von älteren sesshaften Tieren, also in ein Rudelgebiet, dann wird das als extrem aggressives Eindringen in das Revier eines anderen Rudels eben entsprechend wahrgenommen. Und da ist es eigentlich fast schon nicht mehr selten, sondern fast schon eher normal, dass das eindringende Tier dann gejagt und getötet wird. Weil Wolfsreviere sind hervorragend markiert für andere Wölfe, geruchstechnisch. Die müssen das merken, dass sie in ein anderes Revier eindringen, was den Verstoß quasi umso krasser macht, wenn man das so ein bisschen vermenschlichen möchte. Es kann also kein Zufall sein, es kann eigentlich nur als aggressives Eindringen im fremden Revier gewertet werden. So, wenn man es, wie gesagt, ein bisschen vermenschlichen möchte. Gut. Jetzt ist es so, zweiter Fakt, dass Hunde in der Regel als eine seltsame Form von anderen Wölfen wahrgenommen werden. Und so ein einzelner Hund, der erweckt halt den Eindruck, ein streunender Jungwolf zu sein. Und wenn man jetzt als Mensch mit einem einzelnen Hund oder auch von mir aus mit, ja, es sollte schon ein einzelner Hund sein. Wenn man mit mehreren unterwegs ist, kann die Situation schon ganz anders aussehen. Mit einem einzelnen Hund eben. Ich muss mal kurz gucken, welche interessanten Tiere gerade im Wald unterwegs sind. Leider nichts gesehen. Aber wurscht. Jedenfalls, wir als Mensch kommen mit einem einzelnen Hund in ein Wolfsrevier. Dann wird dieser Hund, nicht wir als Mensch, aber der Hund, wird als Eindringling in der Regel wahrgenommen werden. Soweit kann man das relativ gut sagen. Jetzt ist die Frage: Welchen Einfluss hat jetzt unsere Menschenpräsenz bei dieser ganzen Situation? Normalerweise gehen Wölfe den Menschen ja aus dem Weg. Wenn jetzt der Hund dabei ist, den würden sie sich eher nähern, um ihn zu vertreiben oder entsprechend zu töten, je nachdem. Und jetzt kann man halt einfach nicht immer hundertprozentig genau sagen, wie jetzt diese Situation halt ausgehen wird. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Risiko auf Wolfsbegegnungen, wenn man einen Hund dabei hat, erhöht ist. Wie viel, weiß ich nicht, weiß keiner. Aber es ist es, mit ziemlicher Sicherheit schon. Also ein Hund dabei haben ist ein wolfanziehender Faktor mit der Intensität X, die wir nicht kennen. Und wenn es jetzt zu einer Wolfsbegegnung kommt, mit Mensch und Hund und Wolf, oder tatsächlich der Situation, die jetzt so noch nicht vorgekommen ist, zumindest nicht in Deutschland, zumindest nicht soweit ich weiß, dass das ganze Rudel vorbeischaut, dann steht die Chance, dass es zu einer aggressiven Begegnung kommt, wenn der Hund dabei ist, definitiv höher, als wenn der Hund nicht dabei ist. Das ist, glaube ich, auch was, das kann man sicherlich so sagen, ohne sich allzu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Also schlechte Nachrichten für die Hundebesitzer. Es ist halt tatsächlich so, dass ein Hund dabei zu haben im Wolfsrevier, im Wolfsgebiet derzeit
Nachteile mit sich bringt. So sage ich es jetzt mal vorsichtig formuliert, hinsichtlich dessen, dass es halt eben Wölfe anlocken kann. Das muss nicht passieren, gar nicht. Aber das Risiko, die Chance, dass es dazu kommt, ist mit Hund höher als ohne. So, jetzt gibt es noch einen anderen Fall, wo das Dabeihaben eines Hundes einen anderen Effekt haben kann. Und zwar wäre das dann, wenn man einen entsprechend wehrhaften Hund dabei hat, also wirklich einen sehr großen, einen ordentlich kräftigen auch. Und der sollte nach Möglichkeit auch charakterlich entsprechend geeignet sein, um den Wölfen ein wenig Angst zu machen. Also wenn das jetzt so ein unglaublich lieber Familienhund ist, selbst wenn er, keine Ahnung, 40 Kilo wiegt, macht das vielleicht nicht so sehr einen Eindruck wie ein entsprechend aggressives Tier, das dann halt auch eben entsprechende Laute von sich gibt und entsprechend geneigt ist, sein Herrchen oder Frauchen zu verteidigen. Was allerdings sicherlich nicht hilft, ist so ein lächerlich kleiner, winziger Hund, also sowas, was man dann gerne mal als Fußhupe bezeichnet, verächtlich. Das ist jetzt böse, ich weiß. Die sind ja niedlich und alles und so weiter und so fort. Aber wenn der Wolf kommt und dann denkt dieses kleine Viech, die haben ja teilweise da diese von mir so wahrgenommen, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich muss es trotzdem sagen, diese Störung im Hirn, dass sie denken, sie wären irgendein großer, starker Hund und sich entsprechend verhalten und alles ankläffen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wenn man so einen dabei hat, ist die Chance, dass die Situation eskaliert, weil der halt einen auf, hey, ich bin groß und stark macht und der Wolf ihm dann relativ schnell mit einem Haps zeigt, wer hier groß und stark ist. Dann, das ist auf jeden Fall gar nicht gesund, ausgerechnet so ein Viech dabei zu haben. Also die Physis des Hundes sollte zur Psyche irgendwie passen. Der liebe riesige Hund, der ist vielleicht nicht unbedingt geeignet, den Wolf fernzuhalten. Und der winzige, aber tapfere, der ist einfach nur lächerlich, aus Sicht des Wolfs. Also, jetzt habe ich gesagt, wenn man einen einzelnen Hund dabei hat, mehrere Hunde dabei zu haben, das sollte durchaus einen Wolf verscheuchenden Effekt haben. Da kann man sich auch ziemlich sicher sein, weil wann immer Jagd auf Wölfe gemacht wurde im großen Stil, hat man das auch gerne eben mit Hundemeuten gemacht. Und vor so einer Hundemeute ist der Wolf eigentlich immer davon gelaufen. Die haben ihn höchstens mal gestellt, wenn er wirklich in die Enge getrieben worden ist. Und dann fängt er natürlich an, sich zu verteidigen. Aber auch ganze Wolfsrudel sind vor solchen Hundemeuten davongelaufen. Man muss wissen, im Regelfall wird ein Wolf es nicht auf einen Kampf ankommen lassen und immer versuchen, einer potenziellen Auseinandersetzung, wo er verletzt werden könnte, aus dem Weg zu gehen, wenn es irgendwie anders möglich ist, weil Verletzung ist draußen in der Wildnis ohne irgendwelche medizinischen Kenntnisse, ne, immer ziemlich gleichbedeutend mit Tod. Das ist also was, was auf keinen Fall riskiert werden sollte, und das wissen die Wölfe eben entsprechend auch. Und das ist vielleicht auch noch mal was, was man wissen sollte, wenn man eben sich mit der Thematik mit dem Hund im Wolfsgebiet auseinandersetzt. Ja, bisher sind das also so die einzelnen Sachen, die man zu dem Thema sagen kann. Nähere Daten haben wir dazu noch nicht. Das müsste man jetzt also die Situation weitere 10, 15 Jahre beobachten, um dann da noch mal intensiver was zu sagen zu können. Aber trotzdem vielleicht noch mal als angemessenes Schlusswort: Das Risiko einer Wolfsbegegnung, auch wenn man einen Hund dabei hat, ist nach wie vor sehr, 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 sehr gering. Auch mitten in den Wolfsgebieten ist es immer noch sehr, 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 sehr gering. Aber es ist höher als ohne Hund. So. Ich glaube, damit wäre das Thema dann, soweit man da überhaupt was zu sagen kann, abgearbeitet. Macht's gut.